Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tom Clancy's Splinter Cell mit dem zweiten Teil der Trilogie Pandora Tomorrow. HD, ganz wichtig. Wir sind hier stehen geblieben, wir werden hier anscheinend viel, wenn der Name so hört. Ich habe den auf der Gamecube ein bisschen gezockt, ich weiß ungefähr, was auf uns zukommt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich viel im australischen Bereich unterwegs sein, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ein bisschen... Ja, so, australisches Feeling, denke ich mal. Sehen wir auch an einem Muster, Tarnungsmuster. Das heißt, wir werden wahrscheinlich viel im Wald unterwegs sein, viel im Dschungel, sowas, denke ich mal. Und ja, das ist so die Zeit, ab denen Sam Fisher anfängt, alt zu werden. Also schnacken wir nicht lange rum und gehen direkt rein. Tomorrow. Und damit herzlich willkommen zu Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow. Das war die Einführung. Ich schaue mich kurz in Einstellungen rum und dann machen wir gleich aus. So, und dann starten wir gar nicht lange rum, machen ein neues Spiel. Bleiben bei der Schwierigkeit normal, weil ich dann schwer eher wieder Private Game mache, weil ich die Game ja gerne auf Platin spielen möchte. Also schnacken wir nicht lange rum, machen Speichern. Profil wird gespeichert. Weiß nicht, haben wir mehrere Spielstände oder es geht direkt los. Dann bis gleich. Wir werden direkt eingeführt. Das Knacksystem ist anscheinend irgendwo gefangen. Das war wohl nicht dein Tag. Tja, Simulationen liegen mir nicht. Die NSA hat da angerufen. Es gibt ein Problem in Osttimor. Was für ein Problem? Ein großes. Was hat Douglas damit zu schaffen? Das ist es, was du herausfinden sollst, Sam. Fischer,
Willkommen an der Front. Okay, geht schon mal los. Aber wir haben quasi ein Tutorial. Wir haben keinen richtigen Trainingsraum wie im ersten Teil, ne? Arbeiten wir an deiner Tarnung. Deine Waffe sollte immer nur das letzte Mittel sein. Unsichtbarkeit ist dein bester Freund. Wir haben Fotozellen an deiner Kleidung angebracht und mit dem Offset verbunden. Wenn der Wert 3 erreicht, leuchtest du wie ein Weihnachtsbaum. Also jetzt. Warte, die sich. Pistole. Ja, genau wie im ersten Teil quasi alles. Ist es trotzdem. Das kommt zwar auf der Aufnahme nicht so rüber, aber im Gameplay an sich ist es so. Speichern machen wir gleich mal. Das machen wir doch gleich mal. Vielleicht ist die Pistole diesmal besser. Vielleicht ist die Waffe diesmal besser als den Schund, den wir davor hatten. Ja, dringen Sie in die Botschaft ein. Offset, dringen Sie in die Botschaft ein. Daten. Die haben wir auch noch, genau. Und schreibt mal besten einfach mal in Pistole und die sich. Schreibt mal besten mal in die Kommentare, ob wir die Notizen, quasi die Daten vorlesen sollen oder ob ich es einfach nur einsammeln soll. Das wäre schön zu wissen an der Stelle, wie ihr das haben wollt. Ah, da können wir es jetzt so nutzen. Schauen wir mal rein. Ah, okay. Kann ich jetzt selber bestimmen, wie ich es haben möchte. Ich kann auch sogar Wärmebild nutzen. Das ist cool. Okay, da ist nichts. Also kann ich nochmal die Tür öffnen. Ah, der klettert jetzt automatisch da hoch. Ah. Okay. Mit Tempo. Okay. Haben wir dich auch schon mal herausgefunden? Oder habe ich schon mal. Na, wenn ich die nicht öffnen kann, dann wird es mir angezeigt. Ja, ein Zweier, der ist ja easy. Und dann haben wir natürlich das wieder: der Balken. Nichts weiter. Aha. Leise. Okay, Fischer.
Bevor du in die Botschaft eindringst, möchte ich dir Mr. Brunton vorstellen, unseren innerdienstlichen Berater. Er hat Neues zur Mission. Ich fasse mich kurz. Es freut mich sehr, nun zum Team zu gehören. Der Stab wünscht, dass die Mission keine Opfer fordert und ohne Alarm abläuft. Wir dürfen die Geiseln auf keinen Fall gefährden. Verstanden. Aber bei allem nötigen Respekt, verschont mich mit unnötigen Informationen. Davon bekomme ich höchstens Kopfschmerzen. Dring in die Botschaft ein. Die Lage ist heikel und unübersichtlich. Also bewege dich vorsichtig. Na, Klärchen. Was tun wir auch? Ich mache mal einen Quicksave, wie schnell geht das, wenn ich jetzt hier schnell speichern tue. Dauert's lang? Geht es schnell oder schnell leer? Ja, ist, glaube ich, doch schon kattungswürdig oder cutwürdig. Jetzt halt noch mehr. Das geht schon mal. Hier so eine legendäre 5-7. Ich denke mal, die ersten drei Teile der Trilogie ist alles noch gleich geblieben in dem Fall. Also würde ich jetzt stark mal sagen. Ah, Autosave hat es sogar auch. Muss man gar nicht ganz selber speichern. Was stand da? Oh, das ist Munition. Die habe ich gar nicht gesehen. 59 Schuss, das ist viel. So, keine Opfer, das heißt kein irgendwie Abschießen oder sonst was. Wenn sie durch die Tür, durch eine Türe oder durch einen engen Korridor spähen, können sie durch X drücken vom einen Sword-Drehung machen. Bruh. Mit. Gute Nacht. Das heißt, wenn ich den jetzt, das will ich jetzt einfach nur mal kurz ausprobieren, weil ich neugierig bin. Lasst mir diesen Fail jetzt bitte machen. Ich will es jetzt einfach wissen. Das heißt, wenn ich den jetzt abknall, auch wenn er bewusstlos ist. Verdammt, Fischer! Ja, es sollte keine Toten geben. Die Mission ist beendet. Gut, das wollte ich wissen, wenn ich. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Das heißt wirklich nur reines Ausnocken und nicht entdeckt werden. Alarm hier unten rechts. Ah ja, jetzt sehe ich es nochmal. Habe ich nicht gesehen. SWAT-Drehung, Dietrich-Pistole. Okay, nichts Neues auf dem Opset. Ich denke, wir müssen hier weiter entlang. Jetzt haben wir die Beine in den Boden reinglitschen. Speichert schon wieder. Oh. Na, woher soll ich wissen, dass da eine Mine ist, so? Woher sollte ich jetzt wissen, dass da Minen sind? Spätestens wenn ich reinlaufe, bemerke ich es ja in dem Sinne. Aber dann ist es ja zu spät. So, wenn ich jetzt hier laufen wäre, ich hätte jetzt nicht gewusst, dass hier Minen sind. Das heißt, ich muss den Spaß immer wieder mal anmachen, um zu schauen, wo Minen sind. Kann ich die nicht irgendwie abschießen? Okay, das wird, also ich glaube, dieser Teil wird ein bisschen
anspruchsvoller, sag ich mal. So, wir sind wieder quasi ein Schatten. Die Pistole ist deutlich besser. Er wird ganz schön anspruchsvoller. Das wird knifflig werden hier. Also wenn ich in die Richtung will, muss ich quasi dann in die Richtung schauen. Es hat nichts mit dem Halten zu tun oder sowas. Speichert, okay. Das heißt, wir haben wahrscheinlich eine Gefahr. Das ist das Tutorial-Level, so wie ich es bis jetzt verstanden habe. Knackst nicht so viel. Es gibt ein Fernglas. Grimm hat ein Hintertürchen gefunden. Nimm nicht das Haupttor. Die Blaupausen zeigen einen Wasserlauf unterhalb des Eingangs. Sieht wie ein möglicher Weg hinein aus. Ein bisschen nass ist besser als tot. Also rein ins Vergnügen. Du musst langsam sein, um den Geräuschpegel niedrig zu halten. Fischer, sei vorsichtig. Dieses Dorf ist ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich in der Botschaft erwartet. Na, easy. Sollten wir hinkriegen. Das heißt quasi, wenn wir ganz dunkel sind, können wir nicht gewesen. In geduckter Haltung bewegen sie sich leise und sind schwieriger zu entdecken. Wenn sie aus der Hocke nach unten springen, nachdem sie eine weiche oder eine leise Landung... Ja, okay, besser ist. Okay, sie besitzt keine Sprengung, kein Nichts. Wasser gibt's hier auch. Verrückt. Richtig. Schön, dass du in die komplett andere Richtung gehst, als das Glas kaputt gegangen ist. Der hat Licht. Gut, konnte ich nicht riechen, dass sie sich auf einmal umdreht. Die haben Licht, das ist aber gut zu wissen, weil die davor konnten das ja nie Licht nutzen. Ja, das kann ich, das brauchst du mir nicht erklären. Sei vorsichtig, Fischer. Unauffälligkeit ist das Wichtigste bei dieser Operation. Das ist richtig. Und die Viecher scheinen anscheinend auch darauf spezialisiert zu sein, ob Geräusche sind oder nicht. Aber es sollte ja soweit kein Problem sein. Können wir hier rein? Ne, das ist nur der Spaß hier. Müssen wir eigentlich hin? Hier war ein zicker Typ hier.
Und ich denke mal, dass wir hier diesen Weg weiterführen müssen. Da ist wieder jemand, den könnte ich mir eigentlich greifen. Wenn er sich nicht bewegt. Die Situation verschlechtert sich in der Botschaft. Es scheint, als würden sie die Geiseln töten. Hier steht ein Mann im Weg, Lambert. Wie flexibel ist der Befehl, nicht zu töten? Unverrückbar. Wir möchten, dass du einen neuen Freund gewinnst. Okay. Scheint einer von Sardonus' Offizieren zu sein. Stell ihm ein paar Fragen und finde heraus, was er über Sardonus' Verteidigungsvorkehrungen weiß. Das von uns gefilterte Gespräch hört sich übel an, aber nichts Konkretes. Details auf deinem Opset. Gut, dann schauen wir mal, was der Liebe hier mal spricht. Ich will Informationen. Ich spreche Ihre Sprache nicht. Ich wette deinen Hals, dass du es tust. Ein wenig kann ich. Gut zu hören. Ich möchte mich drin mit deinen Freunden treffen. Muss ich mir irgendwelche Sorgen machen? Sie sind bewaffnet. Ich bin schockiert. Was sonst? Meine Leute haben die Minen auf dem Weg nach draußen gelegt. Wir mussten ihn das Dorf verteidigen. Wen eskortieren? Niemanden. Wen eskortieren? Niemanden. Ich habe mich vertan. Du hast noch eine Chance. Ich kenne seinen Namen nicht. Für Sardono ist er von Bedeutung. Er hat einen amerikanischen Akzent und ein falsches Bein. Ein Kahlkopf mit stechenden Augen. Ein falsches Bein? Ja, töten Sie mich, wenn Sie wollen. Aber mehr weiß ich nicht. Töten Sie mich, wenn Sie wollen. Aber mehr weiß ich nicht. Kann ich ihn überhaupt töten? Ich schwöre, ich weiß nicht, wer er ist. Gut. Valin, bist du da? Hast du Feuer? Hörst du mich, Valin? Ja, wo ist er nur hin, ne? Sehen. Ich dachte eigentlich, ich bin in Deckung, aber anscheinend war das wieder eine Täuschung meinerseits. Ich dachte, das Game wird nicht ganz so buggy sein. Hey, er kann sie geduckt öffnen. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Wenn es so laufen würde, so flüssig wie hier, das wäre perfekt. Jetzt ein Karambit noch als Nahkampfwaffe. So, da können wir hier rüber. Jetzt wird schnell geladen hier. Sicher, aber um die Geiseln kümmert sich jemand anders. Du bist hier, um Informationen zu besorgen, vor allem von Douglas Shetland. Shetland ist dein erstes Ziel. Wir müssen wissen, wie viele Daten verloren gegangen sind. Das war es dann anscheinend nur ein Tutorial. Jetzt geht's quasi richtig los. 25 Minuten Patzer Quetsch, da haben wir gerade. Das war aber jetzt nicht ganz so leise, lieber Sam. Opset. Ah ne, das waren Waffen von den Typen. Opset, finde und befragen Sie Douglas Shetland. Shetland. Notizen. Wenn Sie einen Körper ablegen, wird Ihre Tarnungsanzeige zweimal aufblitzen und damit zeigen, dass der Körper gut in der Dunkelheit versteckt ist. Ah! Das ist gut zu wissen. Habe ich gerade nichts bemerkt.
still, Fischer. Kein Mucks. Suhari Sadono ist genau über dir. Wenn er dich sieht, ist die Mission gescheitert. Aber warum ich? Ich habe nichts gesehen. Denn etwas gehört? Nein, nur Pandora Tomorrow. Der Rest war unverständlich. Aha. Ich habe nichts davon verstanden. Zeig mir deine Fesseln. Ich... Danke. Vielen Dank. Mies. Wurde Shetland von den anderen getrennt untergebracht? Absolut. Kim öffnet die Türe nur, wenn ich es ihm über Funk befehle. Wir sollten ihm die Finger brechen, damit er redet. Ja, vielleicht. Aber macht es leise und langsam. Scheint kein Kaffeekränzchen mit ihm zu machen. Muss ich hier weiter? Bis hier das weitere Ziel? Herausklettern. Ah ja. Gut, gut. Wird deutlich anspruchsvoller. Aber die FPS sind auch anspruchsvoller. Ich bin Amerikaner! Sprich! Verflucht nochmal! Wo ist es? Ich soll dich am Leben halten, aber ich muss es dir nicht bequem machen. Reiz mich nicht. Idiot! Wo ist der Speicherstick? Gib ihn mir! Bitte, töten Sie mich nicht! Oh, da ist eine Tasche vorne drin. Ah, das blinkt zweimal, das heißt, der ist hier gut versteckt. Ich verstehe. Tasche, nehmen wir mit. Oh, sehr schön, nehme ich mit. Oh, sehr schön, nehme ich mit. Ach, geht nicht mehr. Das heißt, 60 Schuss ist das Maximum. Schön, dass er wieder steht. Douglas, so lange ist's her. Fischer? Mein Gott, du wirst alt. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Wo bleibt die Kavallerie? Ich arbeite allein. Bin schon lange nicht mehr bei der Navy. Bei welchem Verein arbeitest du jetzt? Ich bin hier zur Schadensbegrenzung. Soll deinen Computer zerstören? Danken wir Gott oder der CIA? Spekuliere ruhig weiter. Ich habe versucht, ihn zu zerstören, aber wer weiß, wie viele Daten sie runterziehen konnten. Ich war weltweit als Sicherheitsberater tätig. Für wen arbeitest du? Delta? Frag nicht mehr. Du erfährst es doch nicht. Vielleicht hast du hierfür Verwendung. Ein Speicherstick. Hab ihn von dem toten Guerillakämpfer. Danke. Wie hast du ihn vor der Wache versteckt? Wasch dir bitte die Hände, wenn du ihn benutzt hast. Er war PGP verschlüsselt, kein Problem. Soweit, so gut. Leider ist der Textkörper unverständlich. Brandon hält es für einen indonesischen Dialekt. Wir suchen nach einem Übersetzer. Dafür haben wir das Pseudonym des Absenders, Mortified Penguin. Und vier lesbare Wörter im Text. Redbeard, Sunier und Springfield. Meine Leute von der CIA meinen, es handelt sich um Mambay, einen timoresischen Dialekt. In der Botschaft befindet sich eine Beamtin namens Carlson. Sie ist Linguistin. Vorname Ingrid. Sie wird in einem Turm hinter der Botschaft festgehalten. Grimm sucht einen Weg, mit ihr in Kontakt zu treten, ohne die Wachen zu alarmieren. Miss Carlson ist dein nächstes Ziel. Einzelheiten auf dem Opset. Gut, mach mal. Ich würde erstmal sagen, wir gehen hier rein, wenn es möglich ist. Schnappen wir uns den. Davor.
Knacks, Knacks, Knacks. Legen wir die Tür auf? Nee, ne? Die ist zu. Dann hauen wir da einfach mal hier in die Ecke. Puff. Ich darf keine Todesopfer geben, das ist mir bewusst. Deswegen Licht aus. Nochmal den Körper nehmen. Obwohl, lass mal einfach liegen. Oder ich schmeiß noch hier in die Ecke. Einfach hinlegen und fertig. Machen wir hier nochmal das Licht aus. Das ist eine Waffe, die Spaß macht. Ah, nicht schießen. Ich bin Amerikaner. Ja, schön, dass du Amerikaner bist. So, der Typ ist auf jeden Fall versteckt. Ich gehe nochmal hier rein, hol mir die Munition noch ab. Ach, bitte, schön. Töten Sie mich nicht! Ich muss zu Ingrid, ne? Das heißt, der Typ hier quasi wäre jetzt eigentlich irrelevant. Komm, ich mach mal kurz. Einer da. Brennt ja alles. Die würden mich zu 1 Million% sehen. Ich bin Amerikaner. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich habe ein bisschen so das Gefühl, ich bin hier komplett falsch. Was zum? Wer war das? Was soll ich dazu sagen? Ja, und am Ende war das hier echt komplett sinnlos. Definitiv muss ich nicht hier hin. Was steht in dem Obstand? Finden Sie die ja, genau. Das ist schon mal nicht der Weg hier. Vielleicht hier? Könnte besser sein. Vielleicht doch nicht ganz so falsch. Das ist auf jeden Fall ein Meth-Kittel, ne? Jetzt anscheinend doch kein Meth-Kit mehr. Dann verstehe ich den Raum leider doch nicht ganz. Dann wieder hoch anscheinend. Diese Ingrid müssen wir finden. Schau in die andere Bitte, Richtung. Töten Sie mich nicht! Ich bin Amerikaner! Ich weiß, dass du Amerikaner bist.
wird dieser Bereich hier gewesen. Puff. Muss ja auch nicht rauskittern oder sowas. Muss ja irgendwo hier sein. Hier schon wieder zum Heilen. Aber wir sind wahrscheinlich gesund, deswegen klappt das nicht so. Bitte nicht schießen. Ich bin Amerikaner. Wahrscheinlich ist es echt nur dafür da, dass wenn wir angeschossen wurden oder sowas, dass wir uns heilen können. Davon geht es einfach mal stark aus. Oder stark davon aus. Wieder zurück oder? Das ist jetzt meine Frage. Wo muss ich denn hin? Bitte, töten Sie mich nicht! Da bin ich mal schnell nicht mehr zuwendungsfähig geworden. So schnell geht das im Dienst her. Jo, ich bin blind. Doch nicht ganz so falsch. Okay, auf der Entfernung, dass es so nicht trifft, ist okay. Sag ich nichts. Ja, wow. Da haben sie das Tor verschlossen. Bin ich irgendwo raus? Oder? Naja. Rechts frei. Links ist auch alles frei. Wir suchen sie mit den Scheinwerfern. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, auch spontan, das war es erstmal für diesen Part. Und ja, da geht es fast 40 Minuten lang, denke ich. Wir sind es bei 41,9. Das heißt, wenn ich jetzt alles noch zusammenschneide, die Schnellspeicherung und sowas, die Fails in Anführungsstrichen, dann dürfte es so ungefähr haben. Wir sehen uns beim nächsten Part, wenn es wieder heißt Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow. Bis dahin, reingehauen, auf Wiederschauen und gute Nacht.